einmal, zweimal 0,64. Was ist denn das für ein Kabel? Diese Frage habe ich inzwischen so oft gestellt bekommen, dass ich schon schlecht davon träume. Ganz lustig wird es, wenn dann noch nach einem einmal, zweimal 0,64 Quadratmillimeter gefragt wird, was dann völlig falsch ist. Dass die Frage aber oft kommt, ist auch klar. Das liegt zum einen daran, dass in Europa die elektrischen Querschnitte standardisiert sind. Und da gibt es den Querschnitt dann auch die Querschnittsangaben von zum Beispiel 0,25 Quadratmillimeter, 0,5 Quadratmillimeter, 0,75 Quadratmillimeter und so weiter. Aber es gibt im Kabelbereich keine Zahl 0,64 oder gar 0,64 Quadratmillimeter. Was hat es dann mit dieser Zahl auf sich? Vielleicht ein bisschen aus der Historie heraus. Mitte der 80er Jahre haben sich öffentlich gefördert 21 Firmen und Institute in Deutschland zusammengetan, um gemeinsam einen Standard für ein neues Feldbussystem zu entwickeln. Dieses technische Konzept hat zu dem heute weltweit bekannten Profibus-Feldbus geführt. Hierzu waren natürlich auch Kabelverbindungen notwendig, die im Aufbau und elektrischen Eigenschaften, wie zum Beispiel der Wellenwiderstand, definiert worden sind. Soweit so gut, würde ich mal sagen. Nun kommen wir aber langsam mal zu dieser Angabe einmal, zweimal 0,64. Denn für die feste Verlegung wurde dann eine zweiradige Feldbusleitung mit Massivdraht definiert. Dabei wurde ein sogenannter AWG-22 Kupfermassivdraht ausgewählt. Und, jetzt kommt's, der Durchmesser dieses AWG-22 Leiters weist auf diese ominöse Zahl 0,64 mm auf. Fazit: Diese in der Elektrotechnik völlig unübliche Angabe eines Drahtdurchmessers von 1 × 2 × 64 kommt aus der Definition dieses damals völlig neuen Feldbusses-Ansatzes und bietet Ihnen als Entscheider aber eigentlich auch sofort eine einfache Antwort. Lies ich irgendwo, ich brauche eine Leitung 1 × 2 × 64, dann weiß ich, ich benötige ein Profibuskabel. Dann muss ich nur noch klären, benötige ich diese Leitung oder dieses Kabel für die feste Verlegung oder für den flexiblen Einsatz. Denn wenn Sie eine Leitung für den flexiblen Einsatz, zum Beispiel in einer Energiekette, benötigen, dann ist ein Massivdrahtleiter absolut nicht sinnvoll. In dem Fall hat die Profibus-Nutzerorganisation einen flexiblen Leiter der Klasse AWG-24 definiert. Und das bedeutet in der metrischen Welt eine Profibus-Leitung mit der Angabe einmal, zweimal 0,25 Quadratmillimeter. Dabei ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie eine Profibus-Leitung für die Energiekette benötigen, hier ist der Link zu unserem Shop. Da bieten wir 8 verschiedene Profibus-Leitungen an. Wobei diese Profibus-Leitungen elektrisch völlig identisch sind, nur der unterschiedliche mechanische Ansatz ist speziell entwickelt worden zu dem, was der Kunde braucht. So, wenn das kleine Video Ihnen geholfen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Und wenn Sie noch Fragen haben, so schreiben Sie gerne unten in die Kommentare oder an folgende E-Mail-Adresse.